Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Gothic 2. Und wir sind hier immer noch auf der Suche nach den Höhlen. Da vorne ist ja auch noch eine Höhle. Ich glaube, ich weiß welche, wo auch noch so eine Truhe drinne war. Hier gleich. Oder unten in dieser Gruft könnte auch sein. Also in diesem Loch. Aber ich glaube, das könnte der hier sein. Nee, ist es nicht. Ohne Dafür den haben wir. richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Ich frage mich immer noch, wann kriegen wir oder wie kriegen wir den richtigen Schlüssel hierfür? Existiert dieser Schlüssel überhaupt? Ich weiß es nicht. So, okay, dann haben wir die Höhle, es sei denn, unten ist eine. Könnte auch gut möglich sein, dass unten noch eine ist. So, warte mal, jetzt habe ich gar nicht geguckt, nach anderen Höhlen, die hier. Okay, die nächsten zwei wären direkt vor Corinnes. Aber ich würde lieber die bei Lobards Hof machen wollen. Zuerst jetzt. Da sind noch drei Höhlen versteckt. Und dann würde ich später hier mal nach oben gehen wollen. Kann ich auch Xaras berichten, dass ich hier Dingens erledigt habe? Zwei der Drachen. Vier Drachen, glaube ich, sind das. Ich bin jetzt überzeugt, das sind vier Drachen. Weil wir noch eine Info bekommen haben, dass bei Lesters Hütte, für mich ist das Lesters Hütte, dass da noch einer sein sollte. Obwohl ich da keinen gefunden habe. Obwohl wir waren da auch nur einmal und hatten nur das, was uns bekannt war, durchsucht. So. Da ist ja immer noch Mika, der Taugenichts. So, Daron. Mit dem kann ich auch nichts Neues machen. Die alle wollen mit mir nichts zu tun haben. So, reden wir zuerst mit Batras. Sagen ihm Bescheid, zwei Drachen sind erledigt. Stimmt, Kavalon können wir auch noch mal reden. Hey! Mehr? Ich will Adanos etwas spenden. Ich Was will passiert? Adanos etwas spenden. Eine Spende an die Kirche Adanos würde einen Teil der Sünden, die du bis jetzt auf dich geladen haben magst, mindern, mein Sohn. Wie viel kannst du geben? Sagen wir 100 Goldstücke. Ich habe 100 Goldstücke. Ich segne dich im Namen Adanos für diese großzügige Tat. Möge der Weg, den du einschlägst, unter dem Segen Adanos stehen. 100 Gold gegeben, okay. Kann ich nichts Neues sagen? Myxi? Hey! Du wirst jetzt in der Stadt bleiben? Du wirst jetzt in der Stadt bleiben? Einer von uns muss ja hier sein, wenn Vatras die Stadt verlässt. Aber Vatras ist wieder da. Und so stellte er sich zwischen seine Brüder, um ihren Streit zu schlichten. So, Kavalon. Und es gelang ihm nicht. Kann ich auch nichts Neues von ihm erfahren? Kann ich mit Laris reden Aber und dort, sagen hier. Wo Adanos stand, ward ein Ort. Ich finde das immer noch super, wie der hier am Glitzern ist mittlerweile. Der Brian. Reden wir mal mit Laris. Irgendwer muss die Arbeit ja machen. Bürgerin. Das ist doch kein Geheimnis mehr. Ach, erzähl mir nichts. Erzählt alles weiter. So, Laris. Hey, du. Wieso bist du nicht auf Drachenjagd? Wieso bist du nicht auf der Drachenjagd? Ich hab da Das ist Dreck. Nichts für mich. Das überlasse ich lieber den anderen. Nee, nee. Frische Seeluft. Das ist es, was ich jetzt brauche. Er sollte lieber den Mut halten. Okay, da gibt's auch nichts Neues. Kann ich Dingens hier noch was Neues erzählen? Hey! Hier, Gavel, genau. Was ist denn so im Hafen los? Die Orks rücken uns auf den... Ich wollte das größte um ihr... Nichts Neues, okay. Ich hätte das anders gemacht. Okay, dann nicht. Mich brauchst du das nicht. Das ist ja schrecklich. Das ist doch kein Geheimnis mehr. So, da gibt's auch nichts Neues, behaupte ich mal.
Hier ist er jetzt. Hey, du. Der arme Kerl kann einem leid tun. Gibt's was Neues? Gibt's was Neues? Was soll das werden? Willst du dich über mich lustig machen? Du und dein Freund Diego haben schon genug Unheil angerichtet. Lass mich in Ruhe. Das ist doch kein Geheimnis mehr. Okay, das finde ich super. Wirklich? Das ist ja interessant. So, gut. Wir wollen jetzt wieder in Richtung Lorat und in Richtung... erst zu Lord Hagen. Sagen ihm, ich gucke mal, ob ich ihm Bescheid sagen kann, dass hier drei Drachen schon erledigt sind. Wird sich das jemals ändern? Okay, ich habe mir nichts zu Schulden kommen lassen. Ich kann hier durch. Das ist schon mal gut. Diego, warum guckst du ihn so komisch an? Hey. Wie laufen die Geschäfte? Lausig. Keine Ahnung. Hättest mal vor. Also auch nichts Neues. Ich erzähl dir doch nichts Neues. So. Innos Strafe ist gerecht. Das ist doch alles nur Gerede. Lord Hagen? Okay, ihm kann ich auch nichts Neues sagen. Da kann man sich nicht drauf verlassen. Sag mir nicht, dass du das ja, nicht gewusst hast. Ja, gut, dann auf zu in Richtung Lobards Hof. Und da die Höhlen finden. Ich hatte das nicht. Wir haben ja. Er muss das ja besser wissen. Das hat er doch vorher. Das sind sogar bei Lobart direkt drei Höhlen und hier bei. Die Probleme habe ich kommen sehen. Mehr in Richtung Schiff, aber auf dieser Seite. Da kannst du hier nichts drin. Eine. Mal gucken, gibt es hier neue Viecher, Kreaturen, die ich erledigen darf? Das sind alles Erfahrungspunkte. Wie viel brauchen wir für die nächste? Knapp 13.000. Haben wir 13.000 Erfahrungspunkte? Gibt es da vorne neue Snapper oder so? Da ist der. Das habe ich nicht erwartet, dass hier ein Suchender ist. Das habe ich jetzt echt nicht erwartet. Aber okay, den haben wir gefunden und den auch noch erledigt. Ich höre hier was brennen, wahrscheinlich in der Höhle. Können aber auch andere Viecher sein, die hier noch irgendwo rumhausen. Auch nichts Neues. Außer ein rostiges Schwert, was ich nicht eingesammelt habe. Hat die Truhe geleert gehabt? Ja, hatte ich. Gut, da vorne war aber irgendwo noch ein Weg, den ich gehen wollte. Und hier gab es sonst gar keine Höhle. Okay. Nur in dem Weg, also dem Weg hier entlang. Auch verdammt nah schon an der Stadt, wenn hier wieder Drachen gibt's. Ja, hier gibt's Drachen, also Echsenmenschen. Zu plündern. Da ist nichts zu holen. Dann müsste da gleich noch einer kommen.
Gehe ich mal von aus? Ich gehe mal von aus, dass da noch einer irgendwo ist. Aber hier wird es dann definitiv einen Drachenei geben. Das haben wir überlebt. Das war sehr, sehr knapp. Ich gucke, vorsichtshalber trotzdem nochmal. Gibt es da noch mehr? Und wo kamen die alle jetzt? Also, waren das jetzt alle? Nochmal ein paar Dietriche. Bolzen. Okay, nice. Hier. Ein Drachenei. Okay, den haben wir auch so jetzt auch durch. Guck mal, wo wir uns heilen lassen können. Also hier in der Nähe muss ich mich definitiv irgendwo jetzt heilen. Ich weiß nicht, kann Xardas uns heilen? Und wo ist eigentlich Lester? Der war bei Xardas nicht mehr da. Ich hoffe, der ist jetzt nicht tot. Wir haben ja gelernt, Diego kann auch sterben. Beziehungsweise konnte. Ich hoffe jetzt nur, Lester ist jetzt nicht auch gestorben und ich habe das nie mitbekommen. Ich glaube, es würde mehr Sinn machen, wenn wir hier einmal pennen gehen, oder? Bevor wir zu Xardas gehen. Die werden zwar ein bisschen meckern hier, dass ich da nichts zu suchen habe. So, aber hier auch müsste in der Nähe... Nee, ist es mehr in Richtung Xardas. Ah, unten bei Dings, wo wir Lester gefunden hatten. Da müsste der dann sein. Wo wir Lester das erste Mal angetroffen haben. So, hat Lobat irgendwie was Neues zu sagen? Wie geht's deinem Hof? Es ist nicht mehr auszuhalten. Auf einmal sind überall diese schwarzen Kapuzenkerle aufgetaucht und haben sich an der Straße und auf meinem Hof postiert. Ich drehe hier noch durch. Auf deinem Hof auch noch? Hast du mit den schwarzen Männern gesprochen? Sicher. Das ließ sich ja gar nicht verhindern. Ich glaube, sie suchen jemanden. Warum unternimmst du nichts gegen die schwarzen Männer? Würde ich ja liebend gerne tun, aber ich habe gesehen, wie sie einen Stadtbewohner bei lebendigem Leib verbrannt haben. Einfach so. Wozu soll ich mein Leben aufs Spiel setzen? Wen haben die verbrannt? Vino? Was gibt's Neues? Wir werden bald diesen Hof aufgeben und zu euch Söldnern auf Onas Hof ziehen, fürchte ich. Okay. Treffen wir die dann alle da oben? Bauer? Okay, keiner mit Namen mehr.
Apropos, ist da oben vielleicht ein Suchender? Hier hat sich kein Suchender versteckt. Okay, immerhin. Und da oben waren wir. In der letzten Folge. Okay. Gut, wir gehen weiter Richtung Xaras. Da waren ja noch drei Höhlen. Die wir auch noch freiräumen dürfen. Und was ich mich frage ist, kann man hier auch noch die Dingens, die Freunde hier, also Diego, Milton, Lester und Gorn, nochmal zusammenführen? Da sind Orks. Von wo kommen die denn alle her? Jetzt ernsthaft? Okay, ich krieg ordentlich aus dem Weg. Da sind ja noch mehr. Wo kommen die alle her? Nichts zu holen. Hoppala. Jetzt muss ich definitiv nochmal pennen, weil ich habe jetzt gegen zu viel auf einmal gekämpft. Wo kommen die Orks her? Und... Na jetzt ernsthaft, wo kamen die denn her? Also, dass die hier irgendwann spawnen... Also, dass sie gespawnt sind, so... klar, irgendwie vorstellbar, aber... Wie haben die den Weg hierhin gefunden? Wenn wir nochmal die Map uns angucken... Der Minental ist ja da, also passt zum Minental. Obwohl, die könnten ja über die Berge irgendwie geklettert sein, so von der Logik her. Könnte auch möglich sein. Aber dass viele Orks hier rumhausen. Die haben, nehme ich mit. Vor allem direkt hier vor. Da ist schon Lobards Hof. Und die sind schon direkt hier vorne. Direkt schon fast vor der Stadt. Und da sind schon die nächsten Echsenmenschen. Vier Stück gleich. Jo! Das ist ein bisschen schief gelaufen. Okay, das wird. Hä? Wieso treffe ich den jetzt nicht? Hä? Ich habe gar nicht getroffen. Null. Noch einmal.
Ja. Irgendwas passt da gerade wieder nicht mit den, mit der Beinarbeit auch. Ich wollte hier zur Seite laufen und der hat lieber zur Seite gehauen. Jetzt lauf zur Seite! Leck mich doch. Gefällt mir gerade gar nicht, dass das jetzt irgendwie mit den Kämpfen nicht so läuft. Achso, warte, genau, ich habe die Armbrust nicht mehr ausgerüstet. Wohl, warte, kann ich... Ja! Okay. Diesmal haben wir. Hier muss noch ein Schwert liegen. Echsenmenschenschwert. Da. Diesmal haben wir sie. Dann müsste da irgendwo eine Höhle versteckt sein, oder? Nein. Bete einmal. Lebensenergie plus 3. Okay, immerhin. Oder kann es sein, dass die hier... Achso, meine Lebensenergie ist jetzt voll. Nice. Ich guck noch mal auf die Map. Weiter da hinten. Warum? Hat Xardas damit irgendwie was zu tun, wenn die hier direkt alle bei Xardas sind? Wir haben hier ja eine Höhle. Okay, speichern. Kann sein, dass die hier gemeint wird. Nope, das ist nur Flüchtling, Cornelius und Flüchtling. Lass mich in Ruhe. Du bist doch nicht etwa gekommen, um uns zurück ins Gefängnis zu bringen, oder? Nee, das bin ich nicht. Cornelius kann auch hier bleiben, also habe ich kein Problem mit. Okay, die Höhle ist es nicht, was mit Drachen und Echsenmenschen zu tun hat. So, okay, da vorne sind wieder welche. Ich habe mittlerweile den Verdacht, da hat wirklich Xardas was mit zu tun. Okay, da sind nur drei. Die haben ja gespeichert. So, die geben aber auch ordentlich Schaden, die Echsenmenschen. So, speichern. Thank you.
Sind das Kanonen? Warum liegen Kanonen hier rum? Xaras Turm? Okay, dann ist nur noch... Was? Warte mal, was? Unten könnte noch eine Höhle sein. Gehe ich mal von aus. In dem Tal. Und dann halt der im Wasser. Jo, vor Xaras Turm sind sie auch schon wieder. Jetzt ist die Frage, schaffen wir sie oder... Oder muss ich wegrennen? Ich glaube, ich muss wegrennen und einzeln wieder machen. Nur wieder alle drei hinter mir. Ich glaube, gegen alle drei schaffe ich es nicht. So. Einzelne kriege ich die hin. Alle drei wäre ein bisschen schwierig. Da waren nochmal zwei, was? Waren vier hinter mir her und ich habe nur drei gesehen, oder wie? Wirklich den Verdacht, da hat Xaras irgendwie was mit zu tun. Ich hoffe für ihn nicht. Ich speichere mal lieber, bevor ich da reingehe. Xaras? Hey, du! Was gibt es Neues? Was gibt es Neues? Die Suchenden sind noch nicht gegangen. Sie werden nicht eher ruhen, bis sie dich zur Strecke gebracht haben. Töte die Drachen im Minental und finde heraus, wer hinter diesen Angriffen steckt. Sonst wird ihre Übermacht nur noch größer. Sicher, dass du nichts damit zu tun hast, Xaras? Ich habe momentan den Verdacht. Hier haben wir alles, aber wo ist denn Lester? So, Leben ist nochmal voll. Müsste Lester nicht hier irgendwo sein? Genau, hier Belia-Statue. Hier gibt's sonst nichts. Noch weiter nach oben geht auch nicht.
Also ich werde Xalas gegenüber immer misstrauischer. Mag sein, dass er vielleicht ein guter Kerl ist oder so, aber als Dämonenbeschwörer und dann, dass die Echsenmenschen so nah bei ihm sind hier und die Orks, gibt es mir auf jeden Fall zu bedenken. Hier haben wir die nächste Höhle. Die gehen wir noch rein. Okay, hier gibt's noch einen Dunkelpilz, den ich gesehen habe. Hier haben wir alles. Hätte ja sein können, dass da vielleicht eine neue Truhe ist oder so. Gut, gehen wir jetzt den anderen Weg entlang. Ich habe die Befürchtung, die sind alle unten in diesem Talkessel. Vor allem, ich habe auch gerade Knurren gehört. Jo, da sind sie. Nein! Ja, okay, gut. Wie ist ein Dorf geplant? Die Richtung brauchen wir nicht. Da ist nur ein Dunkelpilz, den können wir auch irgendwann anders einsammeln. Wenn nicht, ist auch nicht so schlimm. Jo. Okay, haben wir alle geschafft. Hexenschwert, Hexenschwert. Echsenschwert. Echsenschwert. Speichern. Ich glaube, denen gehört der Tal da unten mittlerweile. Also ich habe den Verdacht. Ich kann von hier aus aber niemanden erkennen. Ist das Lester? Ist Lester wieder hier? Lester! Du siehst nicht gerade fit aus. Du siehst nicht gerade fit aus. Die Kopfschmerzen werden fast unerträglich. Und jetzt greifen mich auch noch ständig diese Echsenmenschen an. Ich frage mich, wo die alle herkommen. Ich denke, ich werde mich jetzt erstmal ausruhen. Kann ich mich bei ihm ausruhen? Ich speichere hier jetzt noch einmal. Ich habe die Befürchtung, hier könnten noch irgendwo Echsenmenschen sein. Wenn er sagt, die greifen alle hier an.
Hier war ja noch einer. Ja gut, wo kam der her? Ich höre. Lester, ich könnte Hilfe gebrauchen. Nein, nicht Lester angreifen. Den. Ein Mist, viel weniger. Feuernessel? Okay. Noch ein Echsenschwert. Da hat mir jetzt Lester gut geholfen, also mir den Arsch zu retten. Ich würde sagen, wir porten uns einmal zu Xardas. Dämonenturm. Alten Dämonenturm. Ah, okay. Corinnes, Mintal, Mintal, Hafenstadt, Taverne, Xardas. So, und weg damit. Dann legen wir uns hier einmal pennen und machen dann hier in der nächsten Folge weiter, würde ich sagen. Und dann gehen wir nochmal runter zu Lester, auf jeden Fall in der nächsten Folge. Und sehen uns mal um, ob da vielleicht noch ein Drachenei ist. Auf jeden Fall vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao.